Nice. Okay, das gefällt mir, wenn die einfach so kommen, ne? Also... Das können die öfter machen. Das können die definitiv öfter machen. Einfach so in Wellen zu mir kommen, wo ich sie einfach verbrennen kann. Weil alles spreadet. Wo ist denn jetzt die Drohne hin? Ach mein Gott. Mann! Ja, du schau nur zu, während ich hier struggle wie sonst was. Mach das. The Oracle used to tell me how the Sapphire Nagasa would gather around these fountains, reading the stars and comparing arcane theory. I wish I'd seen it. I can only imagine how she feels. Okay. Und weiter geht's. Schon wieder kein Mana. Das Mana ist echt ein Problem, ey. Holy. Level 38 hier schon. Ja. Richtig cool. Ja, dann könnte man vielleicht sogar noch für Level 40 sagen, geht man, hä? Vielleicht kriegen wir noch die Level 40 hin in Stream. Einmal das da rein. Komme ich hier nochmal hin? Erstmal auskundschaften. Da wurde jemand gehängt. Ja, das war bei mir klar, ja. Hier ist nämlich Ende. Ah, nee. Warte, da geht's ja auch noch lang. Max Level ist Level 100, soweit ich weiß, und man ist aber schon mit Level 70, glaube ich, im Endgame. Ach, geht doch nicht weiter, okay. Also, so, ab Level 70 war die Aussage, dass man dann im Endgame ist. Kann natürlich sein, dass man auch schon ein bisschen früher reinkommt oder ein wenig später, je nachdem. I don't know. Aber wurde irgendwie gesagt, Level 70. Max Level, Level 100. Machen wir das da skillen. Aber vom Leveln her ist angenehm. Also, da man ja sowieso seine Skills separat von seinem Level levelt. Keine Ahnung. Empfinde ich das auch nicht so als heftig. Guten Tag. Again. Haben Sie sich es munden lassen? Damit. Ja. Perfekt. Das ist immer schön.
Wahrhaftiger Schmackofatz, was gab's denn? Was gab es denn? Essen, ne? Okay. Nice. Hätte ich jetzt nicht gedacht, ne? Also ich hätte jetzt so gedacht, Link. Bigon! Welches Level ist denn mittlerweile dein Magier, Patrick? Wie weit bist du denn schon gekommen? Wie viel hast du denn schon gespielt? Oh, sagen wir. Achso, okay. Level 15 geht ja noch. Oh. Wen haben wir hier? Dings da. Bullarta. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Immer wieder solche Dinge beschwören muss. Ah. Ja, ja, perfekt. Sehr schön. Danke. Hä? Wo ist eigentlich unser Boy? Achso, der hatte wahrscheinlich kein Siegel, der Dude. Ist das da jetzt? Und kriege ich hier noch einen Eiskäfer? Okay. So close. The way she talked, I thought she hated the temple. A word of advice. Don't ask her about the diamond matrons. You'll regret it. Diamantoberin? Okay. Dann fragen wir sie mal, dann fragen wir das Orakel mal nach den Diamantoberinnen, hä? Weil, muss ja. Lass mich mal in Ruhe mit dem Siegel hier. Der Durchgang ist durch eine mächtige Rune versiegelt. Ja, ja. Die Nagasa-Siegel scheinen auf die Barriere zu reagieren. Die Barriere löst sich auf. Weg damit. Ab ins Heim des Orakels. Was wird es uns orakeln? Hoffentlich etwas Gutes. Hello. Orakel. Danke. Hey. Hi. I cannot do that. I cannot do that. Ja, weil ich nämlich nach vorne brechen wollte. Aber hier kann man keine Spells verwenden. Was ist mit euch los? Ich dachte, überall wäre alles tot. Okay. Who are you? Du bist auch derjenige, der Aldrich durch die Stadt gebracht hat, oder? Vielleicht kannst du uns auch helfen. Was hast du vor? Schnell erklärt, wie sie ernst ist. So schnell erklärt, wie sie ernst ist. Uns geht das Wasser aus. Das Imperium hat nie um die Bedürfnisse der Lebenden gekümmert. Es gibt nur noch wenige Brunnen und ich befürchte, dass sie nicht genug Wasser bringen. Aber Legenden zufolge gäbe es einen Weg, die zu reinigen, die an die Unsterblichkeit verloren wurden. Okay, was für Legenden? Die Saphir-Nagasa waren einst die Klasse der Gelehrten unter den Dienern in Mayasa. Nagasa, Mayasa. Glaubt man den Legenden, wurde viele Wunder durch Magie gespeist. Darunter soll sich ein Relikt befinden, das Wasser reinigen kann. Okay.
Ich kenne einen Schrein, den die Unsterblichen noch nicht zerstört haben. Er wird durch eine versiegelte Wand in der leuchtenden Bucht geschützt. Vergib dich dahin und besorg mir das Relikt. Wie komme ich an der Wand vorbei? Du hast meinen Segen. Sobald du dich hier näherst, wird sie sich für dich öffnen. Mal sehen, was sich da machen lässt. Und die Unsterblichen können den Segen nicht bekommen, oder was? Um das Ding aufzumachen? Okay, ist interessant. So, wir haben ganz viel Zeug. Übertragen Materialien. Ich glaube, das da haben wir schon alles gecheckt. So, was hast du hier? Dienerschaden, Dienergesundheit. Geil. Ja, nee. Nee. Nope. Schutz pro Rune mit runischer Aufrufung. Aber Kältewiderstand. Nee. Nope. Nope. Ja, gut, okay, kann man alles verkaufen. Weg damit. Da ist der Händler. Can I help you? Hallo, Golabi, der Obstverkäufer. Achso, etwa Obst? Oh ja, nimm die ruhig hier. Zwar schon keine gute Ernte mehr, aber es sollte genug für alle geben. Ja, gib her. Keine weniger Farbe als die aus deiner Zeit. Du weißt ab, nicht sonderlich süß. Das sind immer Mist. Wir kaufen mal bei dem Obsthändler ein paar Waffen ein. Let's go. Beziehungsweise wir verkaufen ein paar Ausrüstungsteile. Und dann gucken wir mal, was hat denn der Obsthändler so? Ich glaube nicht wirklich irgendwas, ne? Das ist mit der beste Obsthändler, ja? Der gute Obsthändler. Ich bin froh, dass du es sicher gemacht hast. Als ich dich beschrieb, hat das Orakel erschienen interessiert. Sie möchte mit dir sprechen. Just remember, we shouldn't stay here long. Okay, ja, gucken wir mal, was im Inventar. Was waren das? Die Diamantoberinnen, ne? Die sollen wir ansprechen. Ist das eine Schlange? Hallo. Hi. So ist es. Und das überrascht mich am meisten. Was ist denn so überraschend? Ich? Egal. Das spielt keine Rolle. Eric meint, du hättest einen Geheimgang gefunden, mit dem man den Imperator unvorbereitet überraschen könne. Das sieht doch, oder? Die Epoche. Ja. Die Verstoßenen musst du dir keine Sorge machen. Es gibt keinen Grund zurückzukehren. Die Epoche ist alles, was du für das brauchst, was als nächstes geschehen muss. Aber zunächst müssen wir aus dieser Stadt verschwinden. Okay. Hinter mir befindet sich ein direkter Eingang zu den Katakomben, die unter Majelka liegen. Wenn du den Tunnel folgst, wirst du einen Ausgang finden. Was dann? Dort im Inneren wirst du eine Apparatur des Imperiums finden. Sie ist mit einem Komplex verbunden, der direkt vor der unsterblichen Zitadelle liegt. Beeil dich, bevor dich Spionagemeister Zarek erwischt. Der Wegpunkt ist mit einem weiteren verbunden, der direkt vor der unsterblichen Zitadelle liegt. Beeile dich. Achso, das hat die doch schon gesagt. Okay, danke für deine Hilfe. Bis wir uns wiedersehen, Reisender. Vielen Dank für deine Hilfe. Okay, zweimal danke gesagt, aber naja, okay. Man kann sich ja nie oft genug bedanken. Krass, die hatten schon Schiebetüren. Gehen wir mal rein. Ehrlich. Ehrlich, ehrlich. In die Katakomben. Stimmt, wir waren noch nicht unterirdisch, ne? Normalerweise geht man immer einmal in einem Hackenslay unterirdisch irgendwo in irgendwelche Katakomben rein. Die können sich unsichtbar machen. Warum macht ihr euch unsichtbar? Lass das. Lass das, ich hasse das.
Jawohl. Und dann einfach so einen Skorpion in so einem kleinen Ding da. Jawohl. Ach, herrje. Was habt ihr hier drin? Nichts, ne? Fools. Fools! Fools! Loot Viper. Sag mal. Aua! Junge! Was sind das für Dinger? Was für Viecher, bitte? Mach doch noch mehr Damage. Ich skill doch schon defensiv gerade. Mumifizierter Nagasa. Okay. Cool. Irgendwelche Mumien fighten. Kann ich jetzt nach ganz oben laufen? Kriegt die anderen dann auch so ein bisschen mit? Ach, der belebt sich ja wieder. Da war ja etwas. Diese portenden diese portenden mumifizierten Nagasa, ey. Hier ist nichts mehr, okay. Als Mage hat man es echt nicht leicht, ne? Wie viel Dot willst du auf dir haben? Ja! Goddammit! Auf damit! Spawnt ja schon wieder. Ist hier wenigstens was drin? Nee, ne? Nee. Natürlich nicht. Warum sollte auch? Das war ein cooler Firewall. Der ist einfach nach oben und hat sich gedacht, nope, ich gehe zurück auf den Gegner. Sie kommen heute nicht davon. Ach mein Gott. Hello. Das ist ganz da oben. Ach, da haben wir aber noch so ein... Ich glaube, so ein Season-Ding oder was das ist. Man müsste sich mal durchlesen, was das, ob es hier auch einen Season-Theme oder so irgendwie was in der Richtung gibt. Und wenn ja, ich glaube, es ist das Ding da, wo der Zauberer da rauskommt, den man besiegen muss. Weil die spawnen nämlich immer mal wieder irgendwo random auf der Karte. Also ist es doch hier unten lang. Ganz schön weit unten. Okay. Hier ist wahrscheinlich auch wieder nichts. Nö, natürlich. Warum sollte auch? Macht da einen langen Weg hin, der nichts hat. Natürlich. Ich kann so schnell nicht. Wir müssen den ganzen Weg wieder laufen, ne? Ah. Ich krieg so schnell doch nicht die 1 gehämmert. Das waren, glaube ich, auch ein paar zu viele Gegner.
So viele sollte ich vielleicht doch dann nicht triggern. Mann! Irgendwas davon haut mich einfach direkt Half-Life, wenn ich da hinkomme. Könnt ihr das bitte lassen? Ich muss das mit euch machen, nicht ihr mit mir. Das ist die falsche Reihenfolge. Immer noch einmal sicher hier unten lang. Ja, was heißt zur Sicherheit? Stimmt wieder nichts sein, jawohl. Ah doch. Ah, ich sehe es. Mit Ruhe. In der nichts drin ist. Irgendwie schon lange auch keine Wegtruhe mehr gehabt, ne? Normalerweise spawnen auch ab und zu mal so ein paar größere Truhen. Nice. Aber die wollen anscheinend dann doch nicht immer. Ja, komm, steh wieder auf. Stufe 39. So, jetzt haben wir aber... Nee. Junge. Oh, nicht mal skillen darf, Mann! Nicht mal skillen darf man. So. Genau, führt das hier alles hin? Hm? Ach, wieder ins Nichts. Gut, perfekt. Mann! War doch nicht so unendlich lange Gänge. Und dann ist da nichts. Wenigstens eine Truhe. Das ist ein Pflichtspawn. Da werde ich zum Wookie. Damage ist auch einfach absurd, ey. Bin ich ein... Geht's eigentlich hier weiter? Ja, Mann, einen kurzen Abstecher da rein. Wahrscheinlich ist da auch wieder nur so eine Kammer oder so. Nee, auch nicht. Geht's da echt weiter? Das ist eine Kammer. Geht's da echt weiter? Hä? Hey, hier schon mal nicht. Gut. Na gut, zurück sollte es eigentlich auch nicht weitergehen. Oh mein Gott. Oh nee, wieder viel zu viele. Oh.
Oh, da geht einem wirklich schon so ein bisschen die Pumpe, ne? Weil ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, wieder ganz ans Ende gesetzt zu werden. Ganz an den Anfang. Dann hört's aber auf. Okay. Muss ich jetzt hier hoch? Chance zu betäuben. Ich glaube, hier kann man auch runtergehen, ne? Ich kann halt legit nicht stehen bleiben, um mal ein bisschen zu kanalisieren, ne? Bis das nimmt mich halt anders auseinander. Okay, ich glaube, hier kann man so runtergehen. Wir müssen ja auch immer noch dahin. Okay. Gut. Gehen wir hier hoch. Gehen wir hier links. Ein Tränkchen mitnehmen. Und dann hier noch alles erkunden. Gut. Ja, sieht schwer danach aus. Genau, dass es dann jetzt hierher geht. Was? Oh, why? Die haben mich gerade einfach wieder... die ganze Zeit hat gereicht, wenn ich bei Half-Life einfach so einen Trank nehme. Und jetzt plötzlich bin ich Half-Life und einfach One-Tap. Gut, das Spiel wollte einfach, dass ich wieder spawne, damit ich die Sachen hier einsammle. Ich sehe schon das Spiel. Ich will mir eigentlich was Gutes tun. Na? Lass mich dadurch jetzt mal hier so ein bisschen und so. Die Blutviper, die sind auch richtig eklig, ne? Also, wer hat sich denn ausgedacht, dass normale Gegner einfach so AOE-Felder casten, die einfach richtig viel Damage machen? Ha. Da war auch jemand Geniales wieder dran. Das werde ich bestimmt von dem Mage in dem Ding da gekillt, ey. Okay, ich glaube, es ist alles besiegt. Dann lass uns mal skillen. Okay. Komm raus, my boy. Was kann der jetzt? Ja, natürlich, ausweichen kann der. Warum auch nicht? Natürlich darf der ausweichen. Warum? Ja. Na gut, aber so viel Damage macht er uns, glaube ich, nicht.
muss halt immer nur wieder gucken, dass ich ein bisschen Mana bekomme. Und weg damit. Etwas, das wir haben wollen. Runenbeschwörung. Warum immer auf den Kopf? Mann, der Kopf ist schon geil. Ach, natürlich nur 2 Vitalität später. So, Mann. Der Kopf ist doch schon gut. Ich brauche doch keinen anderen. Oh, hier könnte aber was besser sein. Feuerbeständigkeit. Plus 1 Flammensturm. Rüstung. Intelligenz. Nice. We take it. Den nehmen wir doch. Stufe 15, Stufe 2. Ups. Bisschen sehr lange die Sachen, das Ding angehabt, hä? Ist das da? Ist es da besser? Zauberschaden. Erhöhter Schaden im Laufe der Zeit ist sogar auch besser. Ja, let's go. Ja, das ist schon wieder eine. Das. Können wir auch zerschmettern? Wenigstens kriegen wir da das Ding raus. Gut. Sortieren. Weiter geht's. Weiter nach oben. Wahrscheinlich müssen wir hier lang oder maybe können wir auch da lang. Na, vielleicht kommen wir. Ne? Hier geht's auf jeden Fall. Hier geht's, denke ich, auf jeden Fall weiter. Und wir das da mal. Und dann gehen wir mal da unten lang. Und gucken uns mal um. Ob wir denn irgendwo was finden. Stimmt. Kann ich hier hoch? Nee. Voll gegen die Wand. Ich glaube, actually hat uns das eine Teil jetzt schon, was wir von Level 2 auf Level 15 quasi abgegradet haben, hat uns, glaube ich, schon extrem viel mehr Rüstung und Shit gegeben, ne? Irgendwie das Gefühl, doch nicht mehr so viel Damage zu bekommen. Plötzlich. Oder doch. Nevermind. Ich habe nie was gesagt. Das ist ja schon wieder die Dinger da. Die Dinger da. Diese Blutvipern. Ich sag nichts. Sag einfach nix. Schöner Ring. Schöner Ring. Irgendwie wie viele Uniques es gibt. Das wäre mal cool zu wissen. Und ob Uniques levelabhängig sind. Dass man erst auf späteren Level andere Uniques findet. Wie es, glaube ich, in Diablo der Fall ist. Also, jetzt in Diablo 4. In Diablo 3 gab es das, glaube ich, nicht. Dass Uniques Level abhängig waren. So. Gut, dann
sind wir wahrscheinlich hier auch fertig mit diesem riesigen Gebiet. Weiter geht's. Schlucht des Titanen. Sollte nicht aber irgendwo einen Weg in den Katakomben sein, wo wir irgendwie an die Zitadelle rankommen? Nee? Okay. Nice, ein Gürtel. Ach, ihr schon wieder. Die Totenbeschwörer. Ein Port. Nice. Oh, eine Truhe, eine Truhe, eine Truhe. Endlich mal wieder. Nice. Gerade eben noch erwähnt und jetzt bekommen wir sie. Nur nicht dafür sterben. Das wäre super. Ah, das ist auch noch eine Truhe. Und noch Splitter. Und das auch nur nicht gut. Die hat aber nichts. Und? Come on! Kleingötze? Okay. Gibt's auch Unique-Götzen? Prozent mehr Trefferschaden, wenn du eine Singularität ausgerüstet hast. Du kannst keinen kritischen Treffer erzielen. Das ist eine Götze, oder? Das ist eine Götze und die ist für Level 42. Es gibt Unique Götzen. Okay. Aber ich glaube, das würde alles kaputt machen, weil wir machen ja keine Trefferschaden, ne? Also wieder so eine sinnlose Götze für uns, aber schön, dass wir eine unique Götze gefunden haben. Das Spiel muss mich echt hassen. Das. Ich, keine Ahnung. Ich kann das alles da nicht beschreiben. Ah, wenn das später noch beim Riften genauso ist, dann, ja, ne? GG und so. Ach, Mann. Schön. Was haben wir überhaupt hier bekommen? Erhöhte Mana-Regeneration. Nun, das ist nice. Aber bis wir jetzt wieder Gegner treffen, vergehen Jahre. Ist der Buff schon längst wieder abgelaufen. Nice. Das sind Ketten, ja. Wait, werfen die da? Die werfen da Leute rein, ne? Ah ja, genau mein Humor, ne? Das sieht so ein bisschen aus, ich glaube, das ist eine Fabrik, das hier.
Das ist eine Fabrik. Oh, Bewegungstempo, nice. Oh no, solche Spuckviecher, ich hasse sie. Was, gegen was haben die eigentlich gefightet? Das war nicht gegen uns. Ach, die Viecher fighten. Hä? Oh, nice, Stufe 40. So, habe ich hier irgend noch etwas, was mir halt so ein bisschen, ja, Schutz, aber weiß ich jetzt nicht, ob Schutz genau das Richtige ist, was wir halt wollen, ne? Schutz, Schutz, Schutz. Gibt's hier noch etwas? Erhöhter Schutz. Schutz pro LP. Stationsaufbewahrung. Was ist das? 10%, was ist es? Okay. Feuerbeständigkeit, Blitzbeständigkeit, ja, irgendwie. Irgendwie ist halt, ist der Mage halt so ein Schutzboy. Arbeitet viel mit Schutz, wenn ich das jetzt hier richtig sehe. Und hat eigentlich gar nicht so wirklich. Hat eigentlich gar nicht so wirklich rüstungsmäßig irgendwie was. Zaubertempo. Schutz. Ah ne, warte. Rüstung während des Kanalisieren pro Rune. Brauche ich mir aber immer aktive Runen, ne? LP-Regeneration gilt auch für Schutz. Okay. Aha. Nee, also es ist wirklich sehr viel Schutz. Okay. Das heißt, damit müsste ich arbeiten. Ich könnte aber auch hingehen und es ignorieren. Dann würde ich sehr viel Damage machen. Aber wahrscheinlich müsste ich erstmal dann da rein skillen. Müsste mir hier ein paar Punkte holen. Damit ich hier auch erhöhter Schutz und erhaltene Schutzabklingzeitdauer. Damit man das ein bisschen, runterbekommt, ne? Ja, mal gucken. Wir kriegen das ja jetzt noch so hin. Wir machen Damage. Let's go. Schaden ist das einzig Wahre. Ja, die Titanigel sollen ruhig gegen die fighten. Das ist mir sehr lieb. Ich hab damit kein Problem. Sind nämlich anderweitig wahrscheinlich viel zu nervig. Ach, was? Spionagemeister Zarek. Da haben wir ihn ja doch gefunden. Ich weiß nicht, ob der so spionagemäßig da, ne? Also, ich will jetzt nichts sagen, aber der fällt halt ein bisschen auf. Würde ich behaupten.
Wieso ist der dann ein Spionagemeister? Weg mit ihm. Darf ich bitte wieder casten? Danke. Ja, perfekt. Guck mal. Oh. Ach, Frierungsdauer. Eiskalter Glasgötze der Feste. 3% erhöhtes Mana. Naja, man könnte wahrscheinlich den hier irgendwie machen. Aber den hier so raus, dahin und dann das da rein. Bei Rüstung und Mana ist schon ganz cool, denke ich. 3% auf beides. Kann man sich mal gönnen. Denke ich, kann man sich mal gönnen. Was haben wir jetzt hier? Auf jeden Fall schon mal einen Port. Die Notiz ist an Spionagemeister Sarek gerichtet. Also, ich weiß nicht, wer dem den Spitznamen Spionagemeister gegeben hat, ne? Das ist ein riesiger Wurm. Dude, was spioniert der denn? Ne? Die Konstruktion des großen Wegpunkts in Majelka nähert sich dem Abschluss und das haben wir gänzlich unserem schlummernden Freund zu verdanken. Deine Entscheidung, in diesem Gebiet zu graben, war einfach genial. Dank der Notwendigkeit, den Titan im Schlaf zu behalten und dem schier unerschöpflichen Blutbrunnen, den er uns bietet, haben die Künste der lähmenden Magie und der Hämomantie Fortschritte gemacht. Jetzt, da wir beweisen können, dass Hämomantie unsere neuen Wegpunkte mit Energie versorgen kann, müssen wir uns ausdehnen. Ich ersuche förmlich um Ausgrabungsgutachten in jedem Winkel des Imperiums. Wir müssen mehr dieser Titanen finden. Oh, ist das etwa der Grund, warum die unsterblich sind? Oder sich unsterblich gemacht haben? Saugen die etwa Blut von so einem Titanen ab? Oh, das sieht schwer danach aus, ne? Was ist das da? What happened? Das ist ein anderer Wegpunkt, ne? Okay, was hast du? Can't say I'll enjoy using it. What we can do is wreck this place before we leave and let Zarek clean the mess. Quickly, on my signal, go to the center of the device. Zarek ist schon nicht mehr. I'll get us out of here. Irgendwie so hundertprozentig trust ich den Boy jetzt hier aber nicht hier. Ich soll mich in das Ding da reinstellen, von dem man weiß. Kann nicht gut sein. Oder es ist mit einer Macht gemacht, die nicht gut ist. Und ich soll mich jetzt in das Ding da reinstellen. Ja, okay. Gut. Mach keine Dummheiten. And that should do it. This waypoint's harder than I anticipated. But no worries. All good now. Just in time. Looks like we've got company. Anyway, off you go. I'll see you on the other side. Der Wüstenwegpunkt. Hä? Oder? Achso, das war schon richtig. Okay, perfekt. Finally. Was haben wir geschafft? Don't let your guard down. Someone's waiting for us. Give me the signal and I'll cast something. Für ein Signal. How about the one you used at the Dreadnought? To be fair, it was a series of gestures,
but it should work. I think they're watching us talk. One of us should say something. Who are you? Shh. Don't be alarmed. Okay. The Emperor wants you dead. That makes us friends. Mm-hmm. You're trying to reach the Citadel. I know a path. Over there. Follow it to the mountains. The roads are dangerous, but there's just enough ground to make it through. Go. Find me in the necropolis. We'll speak more there. What? I want to say more, but there are spies everywhere. Just know, I wouldn't risk being seen if it weren't urgent. I'll try to distract his soldiers, but expect resistance. Hopefully, I will see you soon. Okay. What? We made it. Finally. Na gut, okay, der redet nur dasselbe. Okay. Okay, das sind wieder mehrere von den jetzt. Rosa Ostlandepirsche. Okay. Rosa Pirsche. Was bist du denn für? Was seid ihr denn für welche? Okay, was kann der? Ah, so etwas kann der. Okay. Hä, was ist das? Das sieht aus wie so ein Tausendfüßler-Apparatur-Gedönches. Hello! Okay. Die Rostlande. Gucken wir mal. Ist das? Holy moly, das ist aber, ne? Ich will nichts sagen, aber das ist ein langer Weg. Das ist wirklich... das wird wieder... Das wird was. Okay, wir müssen hier noch den Wegpunkt bekommen. Was bist du? Gas. Jetzt haben wir auch noch Gas als Gegner oder was? Caesar, bist du's? Ja, die Gasfrucht. Okay. No. Oh. Ah. Take the meat. Fools. Okay, was für ein Portal ist das da? Der grüne See, let's go. Wir gehen mal wieder ins Altertum und knocken mal wieder einen Dino um. Da habe ich ja Bock drauf. Weg mit dem Dino. Und die Frage, wohin? Wo ist das Dino-Line? Naja, hier ist es schon mal nicht.
Und was mich interessiert, was sind das für Dinge hier? Was ist das? Hm. Splitter. Ja, aber hier muss doch. Also hier muss Safe and Dino sein, den wir klatschen können. Bin mir relativ sicher. Und wahrscheinlich noch hierher. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Wir haben wieder einen. Wir haben wieder einen. Er ist wieder da. Was haben wir hier? Nee, macht weniger Damage. 31 erhöhter Feuerdamage. Holy. Aber der macht schon 30% Schaden im Laufe der Zeit, ne? Aber das sieht geil aus. 34% Feuerdamage nehme ich. Okay. Ja. Jetzt die Frage. Ich glaube, die machen wir aber nicht mehr heute. Dann werden wir das nächste Mal direkt am Anfang den Dungeon machen. Weil ich glaube, ich werde jetzt nur noch das hier fertig machen. Also bis zum nächsten TP, wenn wir hier wieder raus sind. Und dann war es das nämlich für heute. Dann versuchen wir nächstes Mal, ob wir mehr Glück haben mit dem Dungeon, ne? Ob er diesmal will. Das wäre echt super. Wollen würde. Ich frage mich, was für ein Dino hier am Ende jetzt kommt. Also wir hatten auf jeden Fall schon ein Feuerdrache. Wir hatten, glaube ich, schon sowas ähnlich wie so ein Rex. Also als fetten Dino, die kommen ja auch immer als kleine noch hier so rum. Oh, 41. Oha. Nee. Nee. Gibst du mir jetzt etwa zwei Spiel, damit ich bei dem einen verkacken kann, aber dann immer noch einen zweiten hab? Spiel, was los? Warum gibst du mir? Irgendwas ist los. Nee, das kann ich so nicht akzeptieren. Zwei Schlüssel hintereinander, da ist irgendwas faul. Da ist irgendetwas faul, ey. Hundertprozentig.